Verdammt, verdammt, verdammt. Naja, Öfen platziere ich schon mal. Und eine Truhe? Ja, ich habe kein Holz für eine Truhe. Ich habe wohl eine Truhe für eine Truhe. Für ein Bett. Und ich habe auch nicht wirklich was zum Schmelzen. Wozu brauche ich hier Öfen? Ach, ich denke schon wieder zu weit im Voraus. Aber hier unten gibt es einiges zu holen. Und auch ein bisschen Holz dabei. Yay. Obsidian, Dildos. So, ich brauche wieder nur ein bisschen Holz. Wie viel? 7. Hier. Das ist runtergefallen. Oh, hier geht's tief runter. 4, 5, 6. Na. Das hängt im Spinnweben fest. Alles so doof hier. Na, blöde Stelle, blödes Wasser. Nichts wie zurück. Das sieht sehr interessant aus mit dem Pack von Pack. Oh, hat was. Es braucht nicht immer ein hochauflösendes X-Compact zu sein, nein. Es gibt auch sehr schöne 16x16 X-Compacts, aber hallo. So, nicht genug für... Könnt ihr mir auch eine Eisentür bauen? Nein, Scherz. Warum jetzt hier? Am Arsch der Welt keine Eisentür. Das Ding mache ich mal eben mit Holz zu. Ich will hier nur kurz übernachten können. Ecke. So. Yay. Ich nenne das mal die 174. Nacht, auch wenn es bisher nicht so viele Übernachtungen in den Betten gab. Aber ich habe so weite Wanderungen hinter mir. Und mir fehlt Holz für eine Karte, für ein Schild. Das hole ich mir jetzt noch. Da gebe ich sogar. Holz für ein Schild. Zombie. Holz für ein Schild. Keine Zombie. Na? Darf ich bitten um Holz für ein Schild? Okay, und zurück. Schöner Dungeon hier, richtig angenehm. Und nicht so tief wie die anderen alle. Wenn mich nicht alles täuscht, dann sind das die Fanfaren fürs Hochleveln. Zumindest wurden die Dateien so genannt. Und das ist dann wirklich das Ende meines Let's Plays. Am Arsch der Welt Dungeon 175. Das ist doch mal ein schöner Name. Der Arsch der Welt Dungeon. Ich habe nicht wirklich viel zum Mitnehmen. Ich habe nicht wirklich viel zum Verwerten. Und ich denke mal, die Übernachtung hier reicht. Ach, was kommt das Geräusch jetzt her? Was bist du denn? Hier ab.
Bist du freundlich? Ist eine Millionärsiedlung? Hier ist doch nur dieser eine Handelsaußenposten. Was macht der Typ so weit von seinem Haus weg? Mann, Mann, Mann. Ja, du bist ein Werwolf, musst sterben. So. Okay, ganz so weit von unserem Haus ist das nicht, aber es sieht schon komisch aus, was der da treibt. Ich glaube, der wurde zu mir und hat den Weg nicht gefunden. Na gut, es ist wirklich Rückweg angesagt hier. Und ich gehe jetzt einfach mal nach Osten, solange diese Karte reicht. Und ich befürchte, dass mein Kontinent so groß ist, dass ich ein paar Staffeln wirklich Weltumrundung nennen kann. Und dann wirklich stundenlang um den Kontinent rumsegel, nur um die Karte etwas größer zu machen, aber halt irgendwie rundlich. Das ist auch keine gute Idee. Ich glaube, das mit dem Zeppelin-Mod ist notwendig, weil mein Kontinent so groß ist. Ich dachte erst, ja, das kleine Insel, das ist ein Meer. Nein, es war eine kleine Halbbucht, relativ klein halt. So. Gebirge. Nimm mal das Schwert zwischen die Karten. Okay, viel zu steil. Von mir aus kann der Soundtrack jetzt aufhören. Kein Problem, kein Problem. Nein, es kommt noch mehr. Oh, kein Zeitgefühl bei diesem schönen Soundtrack. Absolut kein Zeitgefühl. Das kann keine Schleife sein, weil das Intro-Thema, das fällt auf. Ups. Und nochmal und nochmal. Yay, das war tief genug. Ich hätte jetzt gerne wieder Wolle. Als wenn es mich hier verschlägt. Löwe? Macht einen komischen Eindruck im Gebirge. Das ist ein Löwe. Das ist keine Wildkatze und das gerade war eine kleine schwarze Katze. So. Tiger. Ja, Tiger, ich brauche Erfahrungspunkte. Du kommst hier gerade richtig. Oh, oh, oh.